Und hier heißt es wieder Stardust38. Willkommen zu Let's Play Runes of Magic. Ja, ihr seht, wir sind im Ystratal. Ja, und macht, also guckt mal nicht hin, was ich für Quests mache. Ich werde es eh nicht lesen. Ich werde das nachher ich werde das jetzt annehmen und dann einfach nacheinander abarbeiten. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben, eigentlich das letzte Mal? Ganz genau. Ich glaube, wir haben noch. Ach ja, dabei sind wir Nacy gefolgt, die uns ja im Schneckentempo. Ja, gezeigt hat, wie wir ins Ystra-Hochlandsgebiet statt Dingens auf Handelsposten gekommen sind. Und nein, ich habe hier gerade nicht auf der Map nachgeguckt. Ich wollte nur genau wissen, wo ich gerade stehe. Ja. Und ja, dann fangen wir mal an, diese ganzen Quests anzunehmen. Und ich glaube, das müsste. Da müssen wir mit ihm reden, nein? Also, ihr seht schon massig an Quests zum Annehmen und zu machen. Und ach, weiß der Geier was. Wir müssen ja auch noch Kasos reden hier. Nee, Kasos Wachturm machen. Und hallo, Gilroy. Ja, das spricht man ja Englisch aus, denke ich mal. Ja. So, und ich hatte ja das letzte Mal die Thematik hier mit dem Promos da hier. Waffen plus Steine auf plus 16. Und ja, das sind ja Eisblumen, können wir gleich machen. Und so weiter. Ja. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen das Beispiel verdattelt das letzte Mal. Deswegen will ich euch das gerade nochmal aufgreifen und nochmal schnell ein bisschen was dazu sagen. Wir hatten ja das Beispiel, warum, weil sie ja immer meinen alle, ich bin doch Kunde, ich bin doch Kunde, ich habe doch das Recht hier, lalala, was auch immer. Nun, ich will es mal ein bisschen an, ich drück's mal so aus. Also, ja, sagen wir es mal so, ihr seid nur in einem gewissen Grad Kunde. Und zwar ist das ganz einfach so, wenn ihr jetzt hingeht und bei Gameforge Diamanten kauft, seid ihr, solange ihr diese Diamanten kauft, seid ihr der Kunde von Gameforge. Wenn ihr dann aber fertig seid mit dem Diamantenkauf und ihr habt eure Ware, dann seid ihr kein Kunde mehr, dann seid ihr ein Spieler. Ein Spieler eines Spiels, deren Server ihr nicht bezahlt. Ihr bezahlt sie insoweit halt natürlich, dass ihr jetzt sagt, hey, was Verpflegung beschaffen? Fälle von Ystra, ja gut, machen wir irgendwann. Ihr seid natürlich insoweit noch daran beteiligt, dass der Server natürlich nicht ausstirbt. Ihr kauft Dias und damit tut ihr natürlich auch das sozusagen bezahlen. Aber vom Grundprinzip, nur mal vom Grundprinzip, weil ihr ja auch nicht alle aufladen, seid ihr eben keine Kunden, sondern Spieler. Ihr seid nur Kunden, wenn ihr Dias kauft. Das ist so. Das will ich mal so erklären. Angenommen. Oh, ich hoffe, ich darf überhaupt hier so viele Quests annehmen. Angenommen, Gameforge sagt eben jetzt, ja, die Zukunft nach MMORPGs sind Rasenmäher, ja. Und Gameforge sagt jetzt, wir vertreiben ab sofort Rasenmäher, ja. So, wie lange seid... warum darf ich das nicht annehmen? So, jetzt dort, wann seid ihr denn Kunde bei Gameforge? Nun, ihr seid Kunde bei Gameforge. Wenn ihr euch den Rasenmäher kauft, ihr geht rein, ihr sagt, hey Gameforge, ich hätte jetzt gern den Gameforge Rasenmäher 3000, den mit dem Doppelhäcksler, was auch immer. Und ja, so, ihr kauft den, ihr seid Kunde bei Gameforge. Jetzt, wenn ihr aber zu Hause seid und ihr habt den Rasenmäher, dann seid ihr ja theoretisch keine Kunden mehr. Dann wart ihr Kunden bei Gameforge und seid eigentlich nur noch normale Gameforge Rasenmäher-Benutzer. Versteht ihr? Also... Ja, ich habe das Gefühl, ich verdattel es schon wieder. Ich weiß nicht warum, aber egal, ich ziehe das jetzt mal weiter durch. So, und jetzt ist zum Beispiel so. Jetzt sagen wir mal, Gameforge hat jetzt eben diese plus 16 Steine Promo gebracht. Die war halt etwas teurer für die Leute, die eben nicht direkt aufladen, ja. Muss man dazu sagen, weil ich persönlich bleib dabei, für die Leute, die sie aufgeladen haben mit den 140%, war das einiges. So, jetzt geht ihr zum Beispiel zu Gameforge hin und die sagen jetzt, dort, hey, wir haben heute, nur heute, den Gameforge automatisch Rasenmäher-Motor drin, was weiß ich denn. So, und der kostet aber 500 Euro. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja super, aber vom Vorgängermodell, das Modell Frogster, da hat das nur 300 Euro gekostet. Tja, versteht ihr das Problem? Ihr müsst es nicht kaufen. Ganz einfach. Ihr könnt ja auch einfach ein Schneehase auf einem weißen Bärhu. Ja. Ja. Genau. Ja. Gut, um auf jeden Fall auf das Beispiel zurückzukommen. So.
Jetzt, erstens ist es notwendig, um diesen Rasenmäher zu betätigen. Dieses Gameforge Super Schild Dingens Kirchen 3000. Nein, ihr braucht es nicht. Ihr könnt ganz normal Rasen mähen. Und genauso, ihr könnt es aber kommen. Ihr könnt jetzt sagen, hey, ich investiere die 500 Euro und hol mir das jetzt halt extra. Oder ihr sagt, nö, ich tue einfach ganz normal Rasen mähen wie sonst auch. So, und was will ich mit diesem Beispiel überhaupt sagen, ist halt die Sache, weil ich selber gerade so ein bisschen leicht den Faden verliere. Das war so ein tolles Beispiel und ich habe es heute vergessen. Also das ist langsam typisch für mich. Nein, aber ich will es mal so ausdrücken, dass wir gestalkt werden. Es ist auf jeden Fall so, ihr müsst es nicht kaufen, um den Rasenmäher zu betätigen. Ganz einfach. Und so ist es auch eben mit dem, ich sag mal hier, mit diesem Plusstein. Es ist ein Angebot. Gameforge macht uns dieses Angebot, sagt halt, hey, guckt mal, wir geben euch jetzt diese Plussteine. Und wenn sie euch zu teuer sind, mein Gott, ihr braucht sie ja nicht. Und ich muss dazu sagen, plus 16, also wie ich es euch ja schon in dem einen Video gesagt habe, ich bin jetzt jemand, der sagt halt, hey, plus 16 sieht toll aus, gibt mir ein bisschen Bonus, ich hab das gern. So, das ist für mich persönlich jetzt auch eine Sache, wo ich sage, kauft, das gefällt mir. Aber ihr müsst es nicht haben. Also plus 16, wann lohnt sich das? Das lohnt sich auf einer Halskette, da kriegt ihr eben eure, links gesagt mal, eure physische und magische Crit-Rate, ihr bekommt auf den Ringen noch kritischen Schaden, das ist noch gut, der Rest ist nicht so zwingend. Die Robe ist halt deswegen gut, weil heute die Robe halt hauptsächlich Def gibt, muss man vielleicht dazu sagen. Also wenn wir uns das jetzt mal angucken, ja, deswegen sag ich mal nur, also es ist nicht zwingend. Und wenn ihr jetzt auch sagt, hey, viel zu teuer, ihr seid ja gemein, dann lasst es doch. Mein Gott, läuft halt mit plus 12 rum. Das gibt's dauerhaft. Braucht man plus 12, ist jetzt halt die Frage. Nun, brauchen, jein. Wollt ihr höhere Inis laufen, wird es empfohlen. Wollt ihr jedoch einfach ganz normal spielen, ob das jetzt Gobo ist, ob das jetzt hier was anderes ist, weiß der Geier was, HDÜ oder so, da braucht ihr doch nicht mal mehr plus 6. Müsst ihr auch nicht, aber wenn ihr halt höher lauft, ja, ihr könnt auch ohne laufen, aber das Problem ist halt, und da liegt nämlich diese interessante Sache, das liegt nicht am Gameforge oder, ja, am Moonbreaker schon ein bisschen, aber vor allem nicht, es liegt nicht am Gameforge, dass ihr jetzt hingeht und hier die hohe Inni nicht mitlaufen könnt, nur weil die euch nie mitnehmen wollen. Weil, ich will mal so fragen, steht da irgendwo in den, zum Beispiel in den AGBs geschrieben, du darfst Belatis nur mit plus 16 Equip laufen? Nö, diese Regeln werden von Spielern gemacht. Und genau da liegt ja der interessante Punkt. Die Spieler machen diese Regeln. Ob es jetzt einen Grund hat oder nicht, lasst, sei dahingestellt. Aber es ist wirklich von Spielern eben eine gemachte Sache. Die sagen, hey, du darfst nur mit plus 16 oder mit plus 12 von mir aus noch mit rein, aber mehr darfst du nicht. Aber dann würde ich dann ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich solche Gruppen nur findet, dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, den Server zu wechseln. Jetzt vielleicht für Belatis Hard Mode will ich es vielleicht noch verstehen. Weil Belatis ist eine heftige Inni. Aber selbst da, was soll ich hier machen? Frostzahl zu klopen. Moment. Wildbärhu. Okay, müssen wir auch noch prügeln. Wildbärhu und Rentiere. Gut. Dann machen wir das. Ah, deswegen diese funkelnde Kugel. Aha. Nein, also deswegen. Wir werden schon wieder gestalkt. Da hinten steht er. Ah, das brauchen wir. Diese Rationen müssen wir sammeln. Jetzt verstehe ich. Nein, und deshalb, also, wenn ihr es wollt, ihr müsst halt nun mal jetzt tiefer in die Tasche greifen, aber eben nur in Relation. Wie gesagt, ihr bekommt 140% Diamanten und wenn euch das zu teuer ist als Free-to-Play, nun, als Free-to-Play ist normalerweise nicht mal mehr gedacht, als ihr plus 6 erreicht. Um das mal wirklich mal so ganz klar zu sagen. Weil es gibt einige Spiele, da könnt ihr Premium-Währungen nicht kaufen. Und da habt ihr auch solche Vorteile, wie jetzt hier, sag ich jetzt mal, ja. Und in Runes ist das nun mal so, da könnt ihr halt gerade durch diese jetzt aktuell Geschenkfunktion, könnt ihr Diamanten kaufen. Normalerweise wäre ich jetzt hier, wenn Gameforge bzw. Runebreaker ganz normales Spiel wie jedes andere programmiert hätte. Ihr könntet da könntet ihr selbst mit plus 6 nicht Free-to-Play spielen. Ja, und oh, wir haben hier Priester-Buffs. Ein Dankeschön dafür. Und
Und er lädt uns in seine Gruppe ein. Yay! Auf jeden Fall, deswegen sage ich nur, also, ich verstehe das gar nicht so, warum sich so viele jetzt über dieses Angebot aufregen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil einfach, wie gesagt, es ist teurer. Ihr habt eine Aktion dazu bekommen. GameFortschritt sagen können, nö, wisst ihr was? Ihr kriegt keine Aktion, entweder holt aus euch oder eben nicht. Und da dann noch zu sagen, sie sind so geldgierig, also nur hauptsächlich, gut, ich meine, natürlich wollen sie ihren Gewinn erwirtschaften, vielleicht auch durch ein paar etwas schon grenzwertigere Methoden, möchte ich ihnen aber jetzt gar nicht so vorwerfen, weil ich kann euch da jetzt natürlich kein sinnvolles Beispiel nennen, deswegen wollen wir das auch einfach mal so stehen lassen. Aber, also auf die Schnelle könnt ihr euch kein Beispiel nennen, aber ich würde einfach mal sagen, wer sich wirklich beschwert, jetzt haben die Free-to-Play-User keine Chance mehr, ja, dann sollen sie sich mal überlegen, warum überhaupt ihr Free-to-Play-Spiel überhaupt noch existiert.